Reykjavik, 10 Uhr morgens. Wirklich hell wird es hier im Winter nur für wenige Stunden. Kostbare Zeit, die auch Dagur Sigurdsson, der isländische Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft, intensiv mit seinen Freunden nutzt. Treffpunkt heiße Quelle. Isländische Tradition mitten in der Hauptstadt. Es ist kurz vor Weihnachten. Nur noch wenige Wochen bis zur Handball-EM Mitte Januar in Polen. Zeit, die der Bundestrainer zum Entspannen nutzt. Zeit auch für uns, diesen besonderen Menschen etwas näher kennenzulernen. Irgendwie schaltet man schon etwas ab. Auf die andere Seite hat man diese Mannschaft immer auch im Kopf und man kann das nicht steuern, wenn die Ideen kommen. Besondere Ideen hat Dagur Sigurdsson schon immer gehabt. Begeisterter Gitarrist und Sänger. Exzellenter Handballer. 215 Länderspiele. Aber auch sonst einer mit goldenem Händchen. Mitbesitzer einer Pizzeria und eines Hotels. Nur zwei von mehreren Projekten in Reykjavik. Der 42-Jährige ein vielseitiger Typ mit Visionen. Seine große Leidenschaft aber ist der Handball. Da kann sich der sonst so coole Isländer so richtig ausleben. Seit gut einem Jahr hat Dagur Sigurdsson den deutschen Handball wieder nach oben gebracht. Nach den sportlich verpassten Qualifikationen für die EM, WM und Olympia hat er Deutschland zurück in die Weltspitze geführt. Emotional schon mal ausbrechend, aber auch in Drucksituationen stets mit klarem Plan. Für den Erfolg geht er an die Grenze. Man lebt das einfach so, dass man alleine gegen die ganze Welt ist. Es ist einfach, du läufst alleine und das ist Gegenwind ohne Ende. Und man muss irgendwie durchkämpfen. Und manchmal ist das so, dass man versucht, die Spieler mitzunehmen und versuchen, dass die innerhalb der Mannschaft auch so ausbrechen. Es ist einfach so, dass er sehr klar ist, sehr strukturiert, dass er sehr kompetent ist, er weiß, wie das Spiel funktioniert. Er ist schon sehr ruhig, glaube ich, so wie er rüberkommt. Aber wenn er halt dann mal auf den Tisch haut, dann kann auch der Tisch kaputt gehen. Ja. Für den Erfolg kann Sigurdsson eiskalt sein. Silvio Heinevetter bisher die Nummer 1. 6 Jahre sein Vereinstorwart in Berlin. Nur noch auf Abruf nominiert. Keiner ist größer als der Mannschaft. Und manchmal trifft das Leute, die gute Freunde sind und die lange bei mir im Team waren. Und so ist das bei Silvio jetzt dieses Mal gewesen. Berlin. 2 Tage vor Silvester, Trainingslager der Handballnationalmannschaft. Heimspiel für Dagur Sigurdsson. Aber die Sorgenfalten sind größer geworden. Das Trainerteam muss neu planen. 4 Stammspieler, darunter der Kapitän, fallen verletzt aus. Die Zeit läuft. Ein neues Torhüter-Duo, 2 neue Außen und ein neuer Mittelblock. Alle müssen sich einspielen und das in kürzester Zeit. Nur noch 5 Trainingstage und 3 Testspiele bis zur EM. Doch Dagur Sigurdsson bleibt gelassen, sieht auch jetzt die Herausforderung, nicht das Problem. Ich setze auf die Waffe, dass wir junges, hungriges Team haben, die sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, es gibt momentan nicht viele Mannschaften in Europa, die spannender als unsere ist. Besondere Aufgaben haben Dagur Sigurdsson schon immer gereizt. In Deutschland ist er ein Jahr gleichzeitig Bundestrainer und Vereinstrainer in Berlin. Aber auch in Island hat sich der frühere Handballprofi nie mit nur einem Job zufrieden gegeben. Ich habe mein erstes eigenes Café mit meinem Bruder geöffnet, wenn ich 18 war. Das sind vielleicht 4, 5 Firmen insgesamt. Aber über die letzten 20 Jahre kann sein, dass es das waren bestimmt 10, 12 Firmen. Auch an der Autoteilefirma von Laurus, dem älteren seiner 2 Brüder, hält Dagur Anteile. Ich hätte nicht mehr deutsche Produkte hier, direkt. Ich denke schon, der Sport hat Dagur früh geholfen, Führungsqualitäten zu entwickeln und natürlich Leidenschaft. War junger Kapitän beide in Island, isländische Nationalmannschaft.
dann auch in Deutschland. Ich war mit 24 war ich schon Kapitän in der Bundesliga. Und mit 37 stolzer Mitbesitzer vom Keks. Mit Freunden hat Dagur die frühere Keksfabrik zum Hotel umgebaut. Hier tritt auch schon mal Dagurs jüngerer Bruder Bjarki mit seiner Band Monotown auf. Mit Peacemaker hat es Bjarki bis an die Spitze der isländischen Charts geschafft. Sein Lehrmeister an der Gitarre, kein geringerer als sein Bruder Dagur. He has all those ideas, many ideas. Dagur hat viele Ideen, auch wenn nur 1% davon wirklich gut sind. Eins ist er auf jeden Fall, kreativ. He's very creative. Besonders kreativ schon Sigurdssons erstes Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft in seinem isländischen Hotel. 4 Bettzimmer statt Hotelsuite, Gemeinschaftsdusche auf dem Gang statt Wellness-Tempel. Teambuilding auf Isländisch. Ich möchte die Leute ab und zu ein bisschen schockieren, weil ich möchte, dass die Jungs etwas anderes erleben. Überrascht hat Dagur Sigurdsson sein Team auch im Trainingslager in Berlin. Abends um 21 Uhr geht's los zum Siderunning. Eine Stunde mit einem Guide durchs Berliner Regierungsviertel. Geschichte im Laufschritt. Eine besondere Geschichte, auch das Boxtraining. Trotz aller Anstrengung eine willkommene, gezielte Abwechslung zum Trainingsalltag. Boxen ist natürlich so ein bisschen diese Aggressivität, die wir brauchen. Auch, dass sie andere Bewegungen kennenlernen, ein bisschen Spaß haben. Und dann kriegen die auch die Belohnung nachher. Wir werden hier, oder die Jungs vom Tommy's Burger hier in Berlin werden ein paar Burgers für die Jungs vorbereiten. Normalerweise findet das traditionelle Burgeressen der deutschen Handballer erst nach dem Erreichen des Halbfinals statt. Und das bei einer Fastfood-Kette. Diesmal ist alles anders. Ein isländischer Freund von Dagur Sigurdsson ist mit seinem Foodtruck und besonders gesunden Burgern angerückt. Wiederholung beim Erreichen des EM-Halbfinals in Polen nicht ausgeschlossen. Natürlich, wenn es gut läuft, dann sind wir sofort da. Isländischer Service. Zurück in Reykjavik. Valur, der Heimatverein von Dagur Sigurdsson, sein Wohnzimmer in der Jugend. Seine Eltern Rengjudur und Sigurdur kommen aus dem Leistungssport. Haben beide bei Valur Reykjavik gespielt. Die Mutter, trotz dreier Kinder, mehrfache isländische Handballmeisterin. Der Vater, Fußballnationaltorhüter. Hier ist mein Papa mit Eusebio, der quasi Cristiano Ronaldo für diese Zeit war. Auch Dagur Sigurdsson wäre fast Fußballer geworden. Schafft es bis in Islands U17-Nationalmannschaft. Als Handballer aber macht er noch schneller, noch größere Sprünge bei Valur und in der Nationalmannschaft. Wobei Sigurdssons Rolle im Fußball und Handball eine ähnliche ist. Ich habe oft als Fußballer auf die Sechserposition gespielt. Im Handball war ich dann Spielmacher. Und diese Spiel zu lesen, und ich glaube, das ist auch was mir so ein bisschen hilft in meinem Job als Trainer. I think they are all fighters and winners. He gets everything he wants. Dagur kriegt immer das, was er will. Was diesmal nicht so einfach wird. Dagur Sigurdsson ist mehr denn je als Taktikfuchs gefordert. Ihm fehlen 4 Führungsspieler für die EM in Polen. Gemeinsam mit den Co-Trainern muss er mit seiner legendären Magnettafel an einer neuen Erfolgstaktik basteln. Wenn wir Freiwurf bekommen, zweite Welle, können wir sofort draufgehen mit unserer Revolution. Was im zweiten Testspiel gestern gegen Island schon vielversprechend klappt. Allen voran Christian Dissinger, überzeugt wie schon beim 37:30 gegen Tunesien mit 8 Treffern. Dagur Sigurdsson kann erstmals Rune Dahmke, den zuvor verletzten Linksaußen, einsetzen, sich über eine erstaunlich gute Abstimmung im Angriff und schön herausgespielte Tore freuen. Kompass hier hinten, auf die Kompass denk, lass die arbeiten, mit Kopf weiter. Klare Ansagen, klare Formsteigerung bei der Abwehr.
den Torhütern Andreas Wolf und Carsten Lichtlein. Die deutsche Mannschaft gewinnt mit 26:25. Trotz der vielen Verletzten, das deutsche Team fährt mit viel Selbstvertrauen zur EM nach Polen. Erhoffen tun wir uns, glaube ich, natürlich eine Medaille. Aber ich glaube, erwarten können wir die nicht. Aber wenn wir eine gute Vorrunde spielen und dort eine gute Ausgangsposition haben, denke ich schon, dass wir auch in der Hauptrunde dann gute Ergebnisse abliefern können. Die Spiele sind immer sehr knapp. Also die Mannschaften sind alle auf einem sehr ähnlichen Level. Und da ist es einfach auch wichtig, dass du in den entscheidenden Phasen irgendwie die Ruhe behältst und die Cleverness hast. Und Dagur ist einfach ganz gut darin, uns die zu vermitteln. Wir sagen immer, 2020 wollen wir ganz oben stehen. Aber ich habe das oft gesagt, dass der Weg dahin ist sehr, sehr schön. Es gibt schöne Aufgaben. Diese Europameisterschaft ist ein Teil davon. Und dieser Erfolg kann auch früher kommen, weil wir haben eine sehr, sehr interessante Mannschaft, jung und hungrig. Und deswegen kann es jederzeit passieren. Und das ist so wie mit dem Gletscher, mit dem Vulkan. Es kann jederzeit ausbrechen. Der Klassiker Heart of Gold von Neil Young. Mit diesem Song verbinden Dagur und sein Bruder Bjarki schon seit ihrer Jugend besondere Glücksmomente. Wenn wir Angelreisen machen, dann haben wir die 10 Freunde mit uns und sind in eine kleine Hütte irgendwo und dann spielen wir solche Lieder und alle singen mit. Und ja, einfach bringt gute Erinnerungen und schönes Lied. Heart of Gold hat es bis nach ganz oben geschafft. Dorthin will auch Dagur Sigurdsson, der vielseitigste Bundestrainer seit Jahren. Am besten schon bei der EM in Polen.